Jo, moin moin Leute und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich werde jetzt das Nasus-Game nochmal wiederholen, da das Spiel, was so ziemlich cool lief eigentlich, ich hatte es aufgenommen, hatte Musik im Hintergrund. Allerdings war YouTube damit nicht ganz so einverstanden und ja, hat es dann daraufhin gesperrt für Deutschland. Ist ein bisschen ärgerlich gewesen, weil das Spiel an sich war schon ziemlich cool. Und ich versuche jetzt eins hinzukriegen, was einigermaßen ähnlich läuft. Wir spielen jetzt gegen Shyvana auf der Toplane. Wird auf jeden Fall nicht so leicht, aber ich gebe mein Bestes. Ich hatte ja jetzt, vielleicht haben es schon ein paar von euch mitgekriegt, einen Festplattencrash vor zwei, ja, jetzt vor 2 Tagen. Musste dann alles neu installieren, was erstmal nicht so das Problem ist. Das Problem war dann eher, dass meine ganzen Einstellungen von Open Broadcaster etc., mein Aufnahmeprogramm halt, alles weg war und ich alles neu konfigurieren musste und das braucht dann doch ein bisschen Zeit, wenn man sich das nicht aufgeschrieben hat, wie es eingestellt war. Aber aus dem Fehler lerne ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich mir mal direkt alles aufgeschrieben, wie es eingestellt wird etc. Falls sowas nochmal passiert, wird es dann auf jeden Fall nicht so ärgerlich. Ärgerlich ist es sowieso, weil ich einige Games und einige Guides aufgenommen habe im Voraus, die jetzt leider alle weg sind. Unter anderem war es ein Quinn-Guide, ein ziemlich ausführlicher Quinn-Guide. Den werde ich auf jeden Fall aber nochmal machen. Ja, und dann werde ich ihn auch hochladen, auf jeden Fall. Ist halt nur ärgerlich, dass jetzt alles weg ist, aber nützt ja jetzt nichts drüber zu philosophieren. Weg ist weg. Shyvana ist. Okay, war ein Warden, alles klar. Ward. Schreiben wir mal eben. Falls er zufällig Bock hat, hier zu uns zu kommen. Ah, Mist, okay. Mal schauen, ob wir ein anderes Minion mit der Q jetzt kriegen. Es geht jetzt erstmal nur hauptsächlich wieder mal darum zu farmen, was halt Nasus ausmacht. Shyvana ist stärker als wir im Early Game. Deshalb versuche ich gar nicht erst, sie zu fighten ohne Gank. Und ich glaube, selbst mit Gank wäre es ziemlich ja, riskant, sie zu fighten. Wie gesagt, wir farmen erstmal und ich habe noch 2 Pots, deshalb ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde mir jetzt erstmal direkt noch einen reinhauen. Ich habe jetzt nicht vor, großartig hier raus zu pushen. Klar, ein bisschen Last-Hitten etc. Aber ja, halt alles so, dass ich nicht sterben werde, weil Shyvana will ich auf keinen Fall feeden und ich will safe farmen, beziehungsweise ja, so gut es halt geht gegen eine Shyvana. Sie nimmt sich jetzt die Tower-Schüsse alle mit, das ist schon mal gut. Ah, noch ein, alles klar. Na, vielleicht werde ich sie doch fighten, wenn Lee Sin gleich kommt. Ah, Mist, jetzt hatte ich meine Q nicht ready für den Großen. Das ist immer ärgerlich. Die Großen sind am wertvollsten für Nasus, weil die 6 Decks geben auf eure Q. Ganz kurz für diejenigen, die Nasus vielleicht nicht kennen. Wenn man die Minions mit der Q last hittet, kriegt man hier Stacks. Ihr seht, unten steht 51. Je mehr Stacks ihr habt, desto mehr Damage macht eure Q. Das heißt, unsere Q macht jetzt zusätzlich, ihr seht hier die blaue Zahl, das sind unsere Stacks. Also das heißt, unsere Q macht momentan 70 plus 79 plus unsere Stack-Anzahl an zusätzlichen Schaden. Und das ist schon ziemlich übel hinterher, weil man die unendlich hochstacken kann. Und ja. Ist auf jeden Fall schon ziemlich stark. Des Weiteren hat er eine ziemlich coole Passive, um einfach auf der Lane zu bleiben. Und zwar kriegt er durch seine passive Fähigkeit Spellvamp. Nein, nein, nein. Normalen. Hier, wie heißt es nochmal? Lebensraub, genau. Kriegt er auf jeden Fall dazu und kann somit sich immer ein bisschen hochhealen. Das wird noch mehr. Je höher sein Level ist, desto mehr kriegt er dazu. Hinterher sind es 20%. Jetzt momentan haben wir 10%. Ja, unsere W ist ein Slow, der ziemlich cool ist, wenn wir einen Gank bekommen. Kann man schon ziemlich viel damit ausrichten. No. Shit, sie hat Ignite. Ich habe da überhaupt nicht. Ja gut, sie hat Ignite, alles klar. Das war dumm von mir, dass ich da nochmal so deep gegangen bin. Ich habe noch geflasht dafür. Hätte ich mal lieber nicht gemacht.
Ich schau mal gerade, macht Frozen Heart Sinn? Ja, eigentlich schon. Ne Vayne, Lucian und Shyvana, ja doch, wir bauen auf jeden Fall ein Frozen Heart. Holen uns jetzt nochmal ein paar Pots und gehen dann wieder auf Lane zurück. Ich habe zum Glück TP, weil ich nicht so viel Farm verpassen möchte. Die Sache ist, Nasus ist im Early Game relativ schwach. Also es kommt immer darauf an, gegen was man spielt, ob man den Gegner auch schon killen kann auf niedrigerem Level und wie der Gegner halt spielt. Aber ich sag mal, im Normalfall ist Nasus schon eher ein ziemlich schwacher Early Game Champ, sondern eher so ein Late Gamer. Weil er einfach extrem skaliert durch die Stacks etc. Je mehr Stacks ihr habt, desto mehr Damage macht ihr und ihr werdet halt unglaublich tanky irgendwann. Also ich baue Nasus zum Beispiel komplett auf Tank, beziehungsweise ja, zwischendurch eine Dreieinigkeit oder halt den Frosthandschuh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Und damit macht ihr halt schon ultra viel Schaden irgendwann, wenn ihr dann so 500, 600 Stacks habt. Macht den AD Carry auch relativ schnell kaputt. Ja, an ihr machen wir jetzt nicht so viel Schaden, leider. Noch nicht. Aber wir haben ja auch erst 80 Stacks. Wird auf jeden Fall noch mehr. Oh Mist, ah, ich wollte die überhaupt nicht angreifen. So, sie hat jetzt aber auch Zaubervampir, warum sag ich mal Zaubervampir? Lifesteal. Das heißt, ja, das Poken bringt uns jetzt alles nichts, deshalb konzentrieren wir uns eher ja auf den Farm und darauf, hinterher das ganze gegnerische Team zu töten. Weil die Sache ist, wir haben irgendwann dann 4000 Leben, sag ich jetzt einfach mal. Und sterben halt nicht. Beziehungsweise sterben schon, aber halt sehr schwierig und machen extrem viel Schaden dafür. Ich hole mir hier die kleinen Monster eben, weil die mir auch Stacks geben, da auch der Lane gerade nicht zu holen ist. Kann das schon mal nicht schaden. Den Blue Buff nehme ich mir jetzt nicht, weil ich denke, dass Ahri den gleich schon mehr gebrauchen kann als ich. Unsere Botlane sieht bisher nicht allzu gut aus, muss ich sagen. Dass wir jetzt auf der Toplane gestorben sind, ist ärgerlich, ist aber jetzt nicht weiter schlimm, weil wir skalieren mindestens genauso gut wie Shyvana ins Late Game, wenn nicht sogar besser. Wobei ich würde sagen, sogar besser als Shyvana, weil sie nicht im Jungle ist und keinen Devourer hat. Und ich meine, jeder kennt es wahrscheinlich, eine Shyvana im Jungle mit Sated Devourer ist schon extrem stark. Und auf der Toplane, ja, sie ist auch stark, aber nicht so extrem. Ja, ich weiß, einige von euch sagen jetzt bestimmt, boah, die ist extrem stark, viel stärker als Nasus. Ja, mag sein, aber ich finde, dass Nasus schon im Late Game stärker ist. Wenn er vernünftig gestackt hat, ne, das ist natürlich so die Voraussetzung dafür. Wenn er Nasus im Late Game bei Minute 40 200 Stacks hat, dann ist natürlich Shyvana stärker. Ne, das ist logisch. Aber wie gesagt, es ist normalerweise machbar, bis Minute 20 so 400 Stacks zu haben, dann seid ihr schon extrem gut dabei. Ich denke mal, das ist auch mein Ziel, was ich jetzt hier erreichen möchte. Bis dahin wird es leider erstmal ein bisschen langweilig. Ich denke nicht, dass ich vorher großartig fighten möchte. Sie kann mich halt auch nicht killen, ist das Schöne. Gut, jetzt gerade hat sie mich gekillt, aber auch nur, weil ich zu greedy war. Lee Sin möchte vorbeikommen. Ja, ich meine, man kann es mal probieren. Aber ich glaube, sie hat ein Ward. So, wie sieht's farmmäßig aus? Ziemlich ausgeglichen, das ist schön. Wir haben 150 Stacks. Das ist für die Zeit schon ganz okay. Nichts Weltbewegendes, hätte auch mehr sein können vielleicht, aber ja, ich will mich mal nicht beschweren. Läuft ganz gut bisher. Wir können einigermaßen safe hier unterm Tower stehen und farmen. Was Shyvana nicht so zugute kommt, weil sie ist eher so ja, im Midgame hauptsächlich stark. Oder im Early Game halt, wie man es sehen möchte. Wo sie mich jetzt halt nicht wirklich fighten kann, weil ich habe meine Ultimate, die gibt mir nochmal ein bisschen Leben dazu und macht ein bisschen Schaden. Na, ja, alles klar, da haben wir sie doch noch ziemlich gut auch fertig gemacht, sag ich mal. Ja, das meine ich halt mit der Ulti, ne? Sie engaged uns komplett, hat jetzt Ignite auch raus, zum Glück. Das heißt, darüber müssen wir schon mal keine Sorgen mehr machen. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, 400 Stacks, Minute 20 ist das Ziel. Wenn wir das schaffen,
ist das Game schon quasi gewonnen. Weil ein gefeedeter Nasus, beziehungsweise ich meine jetzt Stack gefeedet, ne? Nicht im Sinne von Kills, sondern mit Stacks, ist im Late Game fast unschlagbar. Klar, eine Vayne ist natürlich schon Counter für jeden Tank, auch für Nasus. Aber ich habe ja auch noch ein Team, was die Vayne eventuell killen könnte. Aber den großen müssen wir auf jeden Fall kriegen. Wie gesagt, 200 Stacks, 12 Minuten. Ist das okay? Muss ich da flashen? Ja, ich muss flashen und das reicht trotzdem. Wow, wo kam der Damage her? Nice, alles klar. Habe ich mein Flash auch nochmal schön gewastet. So wie sich das gehört. Ah, ich hole mir erstmal ein bisschen Leben. Nein, ich hole mir Boots. Doch, nein, Leben, Boots, Leben, Boots. Ne, ich hole mir Leben. Danach dann Boots. Ich habe TP wieder. Also es ist mir egal, ich stehe zwar 0-2, aber wie gesagt, im Late Game sind wir ziemlich stark. Und darauf kommt es dann hauptsächlich an. Wir haben jetzt die ganze Zeit safe gefarmt. Ich habe keine Wards gestellt, bin selber schuld, dass ich da jetzt gegankt wurde. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber... Naja, stört mich jetzt auch nicht so großartig. Weil ihr werdet es einfach sehen, unser Schaden wird enorm im Late Game. Schön ist es natürlich immer, wenn man einen Jungler hat, der Nasus auch noch reinbringt im Early Game, wo er halt einigermaßen schwach ist. Wenn Nasus dann auch noch 2-3 Kills kriegt, wird er unaufhaltbar, weil er einfach Free Farm hat, nicht mehr besiegt werden kann etc. Und Item-Vorteil, ja, ihr kennt das. Quasi Snowball. So, wir haben jetzt schon einigermaßen Cooldown. Also zumindest schon mal so viel, dass man recht schnell stacken kann. Ihr seht hier, die Q hat schon kaum noch Abklingzeit. 3 Sekunden jetzt momentan. Das geht noch runter bis auf 2,5. Beziehungsweise 2,2 hatte ich, glaube ich, mit 45% Cooldown. Damit kann man auf jeden Fall recht schnell farmen. Das heißt, selbst wenn ihr mal bei Minute 10 erst 100 Stacks habt, macht euch keine Sorgen. Ihr könnt extrem schnell Stacks aufholen. Innerhalb von 10 Minuten ist es gut machbar, 300 Stacks zu kriegen. Wenn man sich komplett nur aufs Farm konzentriert. Ah, ich ping auch mal, dass sie weg ist. Falls es einen interessiert. Ah, kriegen sie leider nicht. Okay, zweite Drake ist weg. Jetzt ist es langsam peinlich für den Lee, weil er ist in der Mitte und macht halt ja, nicht viel. Aber ich will den Tower eigentlich noch nicht killen. So, Shyvana hat jetzt natürlich einen schönen Goldvorteil wegen den 2 Kills. Holt sich auch jetzt ein bisschen Leben, wird tanky. Ja. Stört mich jetzt erstmal nicht so. Ich will sie ja nicht fighten, wie gesagt. Unser Moment wird noch kommen. Aber erst halt ein bisschen später im Game. Ja, ich warte mal, bis die Passive von ihr ausgelaufen ist, beziehungsweise die E ist das ja, glaube ich. Dass sie magischen Schaden, Prozentschaden zusätzlich macht. Darin sollte man sie dann doch nicht fighten. Na, ihr seht schon, Schaden kommt langsam. Sie hat halt noch keine Rüstung. Das ist natürlich für sie schon ja, ein bisschen schlecht, sag ich mal. Ja, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal so... Auf jeden Fall noch so 5 Minuten, dann haben wir auch ein bisschen Items und dann werden wir sie auf jeden Fall fighten. Beziehungsweise man versucht wagen, sie zu töten. Der erste Versuch ist ja leider schief gegangen, dank Ignite. Habe ich mich ein bisschen vertan. Naja, auf jeden Fall nochmal kurz zurückzukommen zu dem, was ich am Anfang des Videos gesagt habe mit dem Nasus-Game, was leider gesperrt wurde, weil ich Musik drin hatte im Video. Ich werde jetzt die Videos alle ohne Musik aufnehmen, weil es immer so eine Sache ist. Da steht dann zwar nicht kopiergeschützte Musik, bla bla bla, darf man spielen in Videos, habe ich auch gemacht. Und dann hieß es doch von YouTube auf einmal, ja, nee, darfst du doch nicht. Und dann kann ich das Video nicht hochladen, beziehungsweise in Deutschland kann es nicht gesehen werden. Ist schon ziemlich ärgerlich, wenn man sich Mühe gegeben hat mit dem Video, beziehungsweise es lange bearbeitet hat, etc. Ja, komm, die zwei hier schon wieder, ne?
Ja, gegen die beiden habe ich halt keine Chance. Ich habe halt noch keine Magieresistenz und die bringt mir halt schon was gegen beide von denen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen Magieresistenz. 0-3, ah, der Start ist auf jeden Fall scheiße. Im letzten Game stand ich jetzt schon 4-0. Aber da habe ich auch mit Marcel zusammengespielt, also meinem Kumpel. Und der war im Jungle, hat mir wenigstens ein bisschen geholfen auf der Lane. Unser Lee Sin ist halt... ja, ein scheiß Jungler. 3-1-0 ist scheiße. Also für einen Jungler ist das riesenscheiße, weil... er ist eigentlich dafür da, die Lanes reinzubringen und nicht sich selber zu feeden. Wobei Lee Sin auch noch ultra useless ist. Meiner Meinung nach. Also zumindest auf Gold sind 99% aller Lee Sins einfach nur ultra nutzlos. Wenn er das überlebt, ist er ganz okay, wenigstens. Ja, Fiddlesticks war jetzt schon zweimal da. Sie haben auch zweimal den Kill gekriegt, leider. Ich bin halt nicht so mobil, ich habe noch keine Boots. Ich konnte jetzt sowieso nicht weglaufen. Shyvana hat mich auch noch geslowt und da... da muss man drüber stehen, dass man dann mal ein bisschen reinfeedet. Aber wie gesagt, wir werden noch unseren Schaden machen. So ein bisschen kann man es ja schon erahnen, wo ich dann gerade Fiddlesticks angegriffen habe. Wären wir nicht so extrem geslowt gewesen, beziehungsweise hätten Boots gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich killen können. Also im One-on-One dürfte Shyvana jetzt auch keine Chance mehr haben. So, als nächstes holen wir uns jetzt erstmal die Geistersicht fertig. Und danach gehen wir Richtung Dreieinigkeit. Ich möchte ein bisschen mehr Schaden machen. Und gibt uns auch noch ein bisschen Lauftempo, Damage, Attack Speed. Ja gut, Attack Speed ist jetzt nicht so wichtig, aber der Damage halt schon. Ah, okay, Lee Sin ist da. Ah, alles klar, nimm dir den Kill auch, Lee Sin, du bist ein super Typ. Nutzlos, also richtig nutzlos, sorry Lee, aber du bist richtig kacke. War zwar nett, dass er gegankt hat, aber den Kill hätte ich auf jeden Fall safe gehabt. Den hätte er mir auch ruhig lassen können. Ich meine, Nasus ist schon wesentlich nutzvoller als ein Lee Sin im Late Game. Aber gut, er denkt wahrscheinlich nur an seine KDA und denkt sich so, ah, scheiß auf die anderen Lanes, ist ein Normal Game. Ja, hat er auch recht, aber... naja, wenn man ans Team denkt, sollte man vielleicht doch einen Nasus feeden. Oder versuchen, ins Game zu bringen. Ich meine, war schon okay so, dass er wenigstens da war. Assist ist ja auch besser als gar nichts. Also passt das schon. Wir haben jetzt noch eine halbe Minute für 12 Stacks. Ne, Quatsch, 22 Stacks. Schaffen wir auf jeden Fall. Der ist schon hier. Silence, wie ist das? Ja. Es ist einfach scheiße, Mann, dieser hässliche Champion, ne? Terminiert. Unaufhaltbar. Ja, er hat halt keinen Cooldown, ne? Und ich habe nichts, um seine W abzubrechen. Das heißt, er kann immer schön durchsaugen, saugen, saugen. Und ich kann da nichts gegen tun, außer zugucken. Nebenbei ist Shyvana auch noch ultra nervig, aber sie macht halt keinen Damage. Shyvana macht null Damage. Zumindest an mir macht sie keinen Schaden. Sie hat zwar Blade, aber das ist lächerlich wenig Schaden. Dafür, dass sie so lange auf mich eingekloppt hat. Schon bitter. Ja, ist natürlich ärgerlich. Das war schon wieder ziemlich knapp. Und Fiddlesticks ist jetzt vielleicht auch nicht so der Champion, gegen den wir uns noch momentan fighten können. Dafür brauchen wir ein bisschen mehr Stacks, dass wir ihn einfach one-shotten hinterher. Spätestens mit Dreieinigkeit wird das der Fall sein. Jetzt haben wir ein bisschen defensive Items, aber auch noch nicht so viel Leben. So, ich werde jetzt farmen und dann werde ich mich nachher schon rächen. Wie die ganzen Gank-Versuche, beziehungsweise Ganks und Kills und etc. Ja. Das ist halt die Sache, wenn ihr mit Nasus einmal zu weit rausgeht und der Jungler ist da von dem Gegner, dann seid ihr tot. Zu, ja, ich sag mal, schon eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr tot seid, wenn ihr nicht gerade gefeedet seid. Und wenn der Jungler natürlich so ätzend ist wie ein Fiddlesticks, den man wirklich nicht töten kann. Der dann auch noch ein bisschen CC hat und Shyvana hat auch noch einen Slow mit ihrem Blade.
Naja, muss man dann halt durch und ignorieren. Die Ranks haben wir jetzt auch wieder gestartet. Sind leider momentan disabled. Aber sobald sie wieder aktiv sind, werde ich mal durchstarten. Mit den Ranks, denke ich. Und mal schauen, wo ich dann platziert werde. Also, bevor die Season jetzt angefangen hat, war ich Gold 4 und mal schauen, wo ich jetzt landen werde, dann nach den ganzen Placement-Matches. Ich denke, es sind wieder 10 Stück. Muss man sich mal überraschen lassen. Ich schätze mal, dass ich dann Silber abgestuft werde oder sowas, aber da sollte ich recht schnell wieder rauskommen. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay, Fiddlesticks ist tot, Shyvana will mich trotzdem fighten, soll sie mal versuchen. Sie hat ein Deadman's Blade, das merkt man auch schon. Ah, ihr seht das schon. Da ist ihre Ulti raus. Ich habe jetzt nicht allzu viel Leben verloren. Halt auch dank meinem Lifesteal, aber hat sie halt auch. Jetzt wird es ein bisschen risky, was ich hier mache. So, da haben wir uns den ersten Kill schon mal hier wieder geholt. Und den Tower auf jeden Fall, das sollte Strafe genug sein. Und wir haben jetzt auch 500 Stacks in 23 Minuten. Ihr seht es einfach, wie schnell das funktioniert mit dem Stacken. Also ab einer bestimmten Minute. Jetzt haben wir 45% Cooldown, 2,2 Sekunden. Könnt ihr euch ja hochrechnen. Wenn ihr eine große Minion Wave gegen euch habt, na, ihr one-shottet die Minions alle 2,2 Sekunden, kriegt ihr ein Stack, beziehungsweise 3 Stacks. Für die großen 6 Stacks. Kann man sich ja dann ausmalen, wie schnell man hochkommen könnte mit den Stacks. Und ja, ich werde auf jeden Fall immer weiter stacken und Split pushen. Ich denke mal, dass das am meisten Sinn jetzt macht. Da die Botlane auf der Toplane ist, werde ich die Botlane durchpushen mit diesem. Geht schon recht schnell jetzt. Wir machen 600 Damage mit einer Q und Tower. So. Das ist halt so die Sache an Nasus, ne? Man sollte ihn nicht stacken lassen in Ruhe. Fiddlesticks war zwar zweimal da, aber Stacks habe ich halt trotzdem sammeln können. Und jetzt fängt langsam das Nasus Late Game an. Wie gesagt, wir haben jetzt 500 Stacks und jetzt tun die Qs schon richtig weh. Aber ich gehe mal lieber back, bevor ich hier sterbe. Bei die Vayne, wie viel steht sie? 7-3, ne, die kann ich nicht fighten. Die ist zu schnell, zu mobil, kann mich weghauen und macht mir zu viel Schaden. Das möchte ich auf jeden Fall nicht riskieren. So, gehen wir mal in die Midlane halt. Vielleicht kann man sich da irgendwas holen. Schauen wir mal, ob der so dreist ist. Ja, tatsächlich. Er hat ihn sogar gekriegt. Alles klar. Naja, gut. Wenn die anderen nicht wollen, dann halt... Ah gut, du bist tot. Und die heule ich mir jetzt auch noch. Na, mit Fiddlesticks werde ich es nicht mehr schaffen. Ja, war ein bisschen zu viel dann. Wären es jetzt nur die beiden gewesen, hätte ich es auf jeden Fall geschafft. Aber, ja. Ärgerlich. Ezreal ist halt da irgendwo im Nirgendwo. Was der vorhat, beziehungsweise was sein Auftrag ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, drei Einigkeit und dann gehen wir auf jeden Fall Full Tank. Dann kommt ein Deadman's Plate und... Ich weiß noch gar nicht, was ich mir da noch hole. Vielleicht Dornpanzer oder noch irgendwas mit Leben. Also normalerweise baue ich halt den eisgeborenen Handschuh, weil er einfach extrem cool ist, anstatt halt Dreieinigkeit. Dann ist man noch mal ein bisschen tanky, hat noch mal ein bisschen mehr Slow etc. Aber jetzt habe ich mir halt gedacht,
gegen Shyvana, die profitiert von Attack Speed, Vayne profitiert von Attack Speed, Lucian profitiert von Attack Speed. Dann wäre es eigentlich dumm gewesen, wenn ich kein Frozen Heart gebaut hätte. Ich denke mal, ich gehe mal mit zu Drake, wenn hilft sowieso nichts. Dann gehe ich farm. Ich gehe weiter farm. Nasus wird halt nicht schwächer, ne? Nasus wird immer stärker und stärker und stärker. Je länger man ihn ignoriert, desto stärker wird er. Und irgendwann, ihr habt es gerade gesehen, Lucian hat durch eine Q von mir fast sein ganzes Leben verloren und ich habe gerade mal 500 Stacks. Dann könnt ihr euch ja ausmalen, was passiert, wenn ich an die 1000 rankomme. Dann ist er wirklich mit einer Q weg. Genauso wie Vayne und der Midlaner vermutlich auch. Lucian halt in diesem Fall, aber normalerweise auch ein AP-Midlaner kann das nicht lange wegtanken. Vor allem slowt unsere W um 95% und das für 5 Sekunden, beziehungsweise von 35 bis 95, der Slow wird stärker und dann ist er weg. Also nicht die ganze Zeit 95%, sondern erstmal 35 und dann geht das hoch bis 95%. Aber das heißt, Nasus hat schon extremes Potenzial zu chasen. Ah, mein Team ist gerade halt nicht so gut dabei. Ich werde hier trotzdem Toplane weitermachen und hole mir den Inhib. Ich hoffe halt, dass die das deffen und einigermaßen safe spielen können. Allerdings sieht es gerade nicht so aus. Aber ich ignoriere das jetzt einfach, weil ich gegen 4 Leute sowieso nichts ausrichten kann. Ich bin Nahkämpfer, habe kein Wave Clear. Ari hat genug Wave Clear, um das zu verteidigen. Die Sinn ist auch wieder da. Und spätestens wenn ich bei denen am Turm stehe, kommen die sowieso back. Wenn nicht sogar jetzt schon. Ja, ich glaube, sie kommen jetzt schon weg. Ah, Shyvana ist schon da. Ja, dann werde ich auch nicht weiter pushen, weil Fiddlesticks ist auch schon wieder mit dabei. Ja, haut mal schön ab hier, ihr beiden. Ja, ist ja nicht so, dass Fiddlesticks ziemlich schnell ist, ne? Naja, bringt ja auch nichts. Und tschüss, Fiddlesticks. Oh, lieb. Dein Ernst. Boah, er macht schon richtig Damage. So, weg mit ihm. Mein Team ist nutzlos, ey. Mein Team ist richtig nutzlos. Die stehen da alle und warten und warten. Anstatt sich Lucian zu holen, der alleine da steht, sterben sie einfach alle und machen nichts. War schon schlecht. Ja, Shyvana ist jetzt auch momentan ziemlich stark. Ari, Charm, Kill, irgendwas. Tut doch was. Okay, den hätte er sich auch nicht können. Und tschüss. So, wir haben 3 Einigkeit fertig. Ah, irgendwie ist mein Team wirklich mittelmäßig bis verdammt schlecht. Ja. Ich spiele jetzt auch nicht so ultra gut, ne, aber ich meine, wenn 4 Leute auf mich gehen, beziehungsweise, ja, waren jetzt 3 Leute, und mein Team steht da oben zu viert, beziehungsweise zu dritt, und schafft es nicht, einen Lucian zu killen. Ich folge niemandem. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, wenn die mich da verrecken lassen. Die hätten mir helfen können, dann hätten die Gegner an anderen gefokust, ich hätte dann alles aufgeräumt, dann wäre alles cool gewesen. So sind wir leider fast alle gestorben und haben nichts bekommen. Wir haben 600 Stacks. Ich gehe jetzt aus dem Grund nicht mit ins Team, weil ich vermute mal ganz stark, dass ich sowieso kein Backup vom Team kriege, beziehungsweise sobald ich engage, werden alle wegrennen von meinem Team, weil die einfach Angst haben oder so, keine Ahnung. Deshalb versuche ich es gar nicht erst lieber.
Slowed, aber... Ah, keine Fiddlesticks. Ja, ein bisschen raus. Lauf doch ruhig. Lauf doch ruhig rein, alles cool. Ah. Mann. Vierfach Tötung für Ari, die... Oh gut, okay, mir egal. Ja, macht ihr mal den Baron, ich farm weiter. Nasus ist halt ein Champion, mit dem muss man in den ersten Minuten bis zur 30. Minute eigentlich überhaupt nicht rechnen im Team. Das heißt, eigentlich nur safe spielen, safe spielen, safe spielen. Und dann irgendwann, wenn Nasus mit ins Team kommt, dann einfach die Gegner zerstören. So wie wir das jetzt gerade halt gemacht haben. Die Gegner fokussen mich, weil sie denken, sie müssen mich fokussen. Ist ja eigentlich auch so, weil ich mache am meisten Schaden. Aber in der Zeit hat mein Team halt auch genug Zeit, Damage zu machen. Ist eigentlich ein Safe-Pick, wenn ihr ihn einigermaßen spielen könnt und wisst, wie ihr die Vorteile ausnutzt. War zwar nicht so das schönste Game bisher von mir, aber... es gibt auch andere Games, wo es besser läuft. Das ist jetzt ein Game, wo es wirklich schlecht läuft. Mal gucken, vielleicht ist ein Red Buff da. Nein, leider nicht. Aber vielleicht hier so ein paar kleine Gegner. Geister meine ich. Tschüss, Shyvana. Oh, will es nichts. Lass mich in Ruhe, Mensch. Kann doch nicht sein jetzt. Nein! Oh, Fail Flash des Todes, ey. Fuck, ich wollte hier rüber flashen. Ich hoffe, das hat keiner gesehen von euch. Das war nicht gut, also. Respekt. Jetzt machen die Baron, weil mein Team das gerade nicht machen wollte. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was sie machen. Vermutlich sterben. Esper steht da ganz gechillt. Alles klar. Ah, knapp. Der Versuch war gut, aber hat halt nicht gereicht. Alles klar, Ari, anstatt dass du da weggehst. Scheiße. Ich werde es trotzdem hochladen, das Game, weil, ja, gibt halt auch Games, die kacke laufen, so wie dieses hier. Da muss man dann drüber stehen. Ich lebe leider halt noch nicht, ich würde halt dahin tippen, aber... Jetzt kommt erstmal Deadman's Plate und dann gucken wir mal, was hat uns am meisten Damage gemacht. Eigentlich jetzt momentan, ja, absoluter Schaden. Rüstung haben wir genug, ich werde jetzt als letztes Item noch irgendwas mit Magieresistenz holen, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich denke, es wird... Ja, wie heißt es denn jetzt hier? Ich bin ein bisschen vergesslich heute. Hier, Schleier der Todesfee. Oh, shit, ich stand schon da. Das ist natürlich ärgerlich. Na, alles klar, du bist geslowt, mein Freund. Geslowt, hallo, Leute. Israel, Mann, nicht Leona. Was ist denn mit euch los? Ist das sein Ernst? Also, war das jetzt so wirklich so sein kompletter Ernst? Entweder macht er wirklich null Damage, oder er war zu dumm, Lucian anzugreifen und hat einfach Angst gehabt. Weil Leona stunt uns, slowt uns, hält uns fest. Na gut, slowen tut sie uns jetzt nicht, aber hält uns halt fest und Lucian kitet uns zu Tode in der Zeit. Ich schreibe mal, wie es ist. Ist ein Normal Game, da kann man auch mal ehrlich sein. Sie schreiben, Nasus, du hast 705 Stacks, carry uns. Kann ich nicht, weil die sind einfach wirklich alle scheiße. Ich meine, ihr habt es gerade gesehen, der Ezreal, der hätte locker Lucian killen können, ganz ohne Probleme, wirklich.
Dann gehe ich da rein und ich komme halt nicht bis zum Carry durch, weil keiner von meinem Team da ist. So, jetzt haben die alle Tower. Wird jetzt interessant, was mein Team jetzt vorhat. Ich werde halt einfach weiter engagen und gucken, was dann passiert. Okay, die Sinn wird weiter solo sterben. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. So, diesmal aber, ne? Ah, jetzt aber, ne? Alles geslowt und die Schüsse, mein Freund. Das war's für dich. Die Party ist vorbei. Der Ona geht mir aber auch tierisch auf, ne? Ja, alles klar. Ja, mein Team ist schon wieder tot. Das meine ich, ne? Ich kann nicht alle fokussen und werd dann halt einfach gefokust. Ich hatte jetzt zwei wieder auf mir und mein Team hat es wieder mal nicht gebacken gekriegt, irgendwas zu regeln. Let's go in the team. Wir waren im Team, also wir waren fünf Leute und ja. Ich meine, ihr kennt die Games mit Sicherheit selber gut genug. Sowas kotzt einfach nur an. Ich hätte euch jetzt gerne auch ein schöneres Game präsentiert, aber 1 gegen 5 kann Nasus halt auch nicht machen. Zumindest nicht, wenn die Gegner so viel CC haben. Fiddlesticks kann ich nicht killen, weil ich seine Ulti nicht seine W nicht abbrechen kann. Er hielt sich dagegen. Ja. Und dazu brauche ich ja wohl nichts sagen. Zum Ezreal und ja. Unsere Ahri steht 9-7. Eigentlich müsste die durch das Gegnerteam durchrasieren und die Vayne one-shotten. Schade eigentlich. Das Schicksal ist eine Manifestation. Aber wir versuchen es weiter. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier irgendwie... Ja, das meine ich halt. Ne? Die haben alle irgendwas, um mich zu kiten. Ja, Leona lebt der Vayne halt auch am Arsch. Ja, das meine ich. Ne, jetzt stehen sie da hinten und gammeln sich einen ab. Ey, das ist so ein ätzendes Scheißspiel manchmal. Also nicht League of Legends an sich, sondern einfach mit den Leuten, mit denen man teilweise spielen muss, ist eine Qual. Respekt, Ari. Ja, okay, das haben wir absolut verdient verloren. Ich habe jetzt auch nicht so gut gespielt, also sollte jetzt nicht so der Flame ans Team sein im Sinne von ah, ich bin der Master und ihr habt alle verkackt, sondern eher mein Team war einfach ultra scheiße. Ich habe nicht ins Spiel gefunden, Jungler bedingt teilweise auch, aber ich mag mal wette sogar, dass ich den meisten Schaden gemacht habe, obwohl ich kaum gefightet habe am Anfang, also am Anfang eigentlich gar nicht gefightet habe. Aber das überprüfen wir uns jetzt mal. Ja. Ich war Full Tank, also ich wollte es nur mal sagen. Naja gut, 3 Einigkeit hatte ich, aber ich habe die ganze Zeit am Anfang nichts gemacht. Also nicht gefightet, keinen Damage gemacht, etc. Und habe trotzdem noch fast den meisten Schaden aus dem Team. Ja. Ist ein Armutszeugnis fürs Team, aber gut, muss man jetzt durch, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Ich denke zwar eher nicht, weil das Game an sich schon ziemlich kacke war. Aber, ja, ich werde es trotzdem hochladen. Ihr kennt es ja selber, solche Games gibt's nicht so selten. Also es ist wirklich schon tatsächlich ziemlich oft so, dass man solche Teams halt hat. Und naja, gut, wir haben erlittenen Schaden, wir haben schon ziemlich viel Damage getankt, ne? Also 50.000. War schon eine Menge. Ja, gut, in dem Sinne sage ich mal bis demnächst und ich hoffe, es hat euch halt trotzdem gefallen und schaut mal wieder vorbei. Bis denn, ciao.